Servus Almanda und herzlich willkommen zu unserem ersten Livestream zu Humankind, dem aktuell noch in Entwicklung befindlichen Rundenstrategiespiel von Amplitude Studios. Für diejenigen, die noch nicht von Amplitude Studios gehört haben, das ist ein großer Verlust für euch. Amplitude Studios, ein in Frankreich ansässiger Entwickler, hat bereits einiges an Erfahrung in der Rundenstrategiewelt gemacht. Hauptsächlich bekannt durch die Endless Legend, durch das Endless Legend Spiel, Endless Legend Spiel und die beiden Endless Space Spiele. Manche kennen es vielleicht auch von Dungeon of the Endless, von dem ich gestehen muss, dass ich es nicht gespielt habe. Das ist auch ein Rollenspiel, soweit ich weiß, und kein Rundenstrategiespiel. Endless Legend habe ich sehr gerne gespielt, habe ich auch das ein oder andere Mal auf dem Kanal gezeigt. Allerdings leider nicht ansatzweise zu viel, wie ich es gerne hätte. Endless Space 2 habe ich tatsächlich nur ein wenig gespielt. Da habe ich irgendwie mir nie genügend Zeit genommen, mich entsprechend einzuspielen, was eigentlich auch schade ist, weil ich, wie gesagt, die Amplitude-Rundenstrategiespiele durchaus sehr schätze, aber bei Endless Space ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich kann auch nicht direkt sagen, warum. Aber Endless Legend, wie gesagt, ein sehr schönes Rundenstrategiespiel in meinen Augen, ist halt im Fantasy-Universum, was natürlich... Oder Insektenclip, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, Schmidi. Sollte aber einfach zu finden sein auf meinem YouTube-Kanal. Oh, das war eine herrliche Zeit. Und Endless Legend ist halt im Fantasy-Universum, was den ein, also in einem Fantasy-Universum, das Endless-Universum ist ja sein eigenes Universum, also es ist nicht ein vorgegebenes Fantasy-Universum, aber es hat halt Fantasy-Elemente mit großen, mit diversen Fantasy-Rassen und auch den großen, in Anführungsstrichen, Spinnen oder Insekten von den Nektorn gerade einen sehr berühmten Clip aus meiner Kanalgeschichte verlinkt hat. Könnte man eigentlich fast kurz anspielen, Moment. Ich dachte, ich würde bei der zweiten Linksquest einen Helden. Süßes, süßes Fleisch. Das Nest bebt vor aufgeregten Träumen, vor Glauben, vor Überzeugung. Die Abler sind besonders eifrig, die Pflege entschlossen. Soldaten geben erhobenen Mannbibeln durch unser Heim. In Tunneln halt erwartungsfreudiges Klicken und Kratzen. Jetzt muss ich neue Pläne ausbrüten. Ja, ausbrüten. Um die Oberfläche zu kontrollieren. Sollen wir die Untätigen? Ja, die große The Voice-Arbeit von Marvin. Sehr unterhaltsam mit meinen Augen. Ist auch, glaube ich, war auch immer meine Lieblingsrasse zum Spielen, auch wenn mir gerade ihr Name nicht einfällt. Necrophages, sehr schön. Und hat sehr viele Elemente gehabt, Endless Legend, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Einer meiner Lieblingselemente an Endless Legend war immer, dass sich die unterschiedlichen Fraktionen wirklich unterschiedlich gespielt haben. Es gibt zwar dafür nicht so viele wie in anderen Rundenstrategiespielen. Ich glaube, ich weiß also jetzt auch nicht mal, was der aktuelle Stand ist. Es sind ja auch mehr geworden mit diversen DLCs, aber ich glaube ungefähr 12, knappe 12 Rassen gibt es, glaube ich, aktuell. Und die spielen sich aber halt auch wirklich extrem unterschiedlich. Das ist eine Sache, die ich schon immer sehr, sehr schön fand an Endless Legend. Es hat eine sehr schöne Art und Weise, wie sie ihre Story einbinden. Und genau, ich denke, viel mehr muss ich dazu auch nicht sagen. Zu Endless Legend kann ich nur jedem Rundenstrategiespiel-Fan mal empfehlen, sich anzuschauen. Und nach Endless Legend im Fantasy-Bereich und Endless Space im Science-Fiction-Bereich wagt jetzt Amplitude Studios hiermit den großen Schritt in die historische Rundenstrategie, wo natürlich bereits große Konkurrenz droht, aber haben auch hier wieder ihre eigenen einzigartigen Features, die wir über die nächsten Monate und Jahre erkunden werden. Teile davon auch hier in diesem Open-Dev-Szenario. Und an dem Punkt will ich auch ganz eindeutig darauf hinweisen, was Open-Dev eigentlich ist. Das ist jetzt keine besondere Streaming-Preview-Version, sondern das ist tatsächlich ein Konzept von Amplitude Studios. Amplitude Studios hat nämlich schon immer Wert darauf gelegt, ihre Spieler früh aktiv in den Entwicklungsprozess zu integrieren. Das lief früher vor allem über die Games Together Plattform, die es auch immer noch gibt von Amplitude Studios, wo man dann früh, also ich war früher, ich glaube bei Endless Legend war ich da auch aktiver involviert vor langer, langer Zeit. Und wo es dann eben immer wieder Umfragen gibt und andere Sachen und Design-Documents, wo man sich eben darüber informieren kann und eben auch wirklich ein bisschen mitreden kann, wie der Entwicklungsprozess von sich geht. Und OpenDev ist jetzt hiervon der nächste Schritt. Dafür konnte man sich vor einiger Zeit
registrieren. Das ist jetzt die erste Welle. Für die ist man jetzt tatsächlich schon zu spät. Wenn man sich allerdings für die zweite und dritte, ich weiß nicht, ob aktuell noch mehr geplant sind, Wellen registrieren will, läuft das unter dem Link. Ich verlinke einfach mal die Games Together Plattform. Da sollte man das finden. Und kann man sich auch noch weiterhin registrieren. Und bisher sind nur drei Wellen geplant, genau. Und kann eben für die zweite und dritte Wellen tatsächlich auch noch Zugang bekommen, wenn man ausgewählt wird. Und wenn man da kommt, es wird dann etwa im späteren Zeitpunkt nochmal Zeitpunkte geben. Aktuell sind wir im Wochenende für das erste Open Dev Wochenende. Und es läuft jetzt von Donnerstag bis auf Montag. Und so werden, soweit ich weiß, auch die zukünftigen Open Dev Szenarien gehandelt, dass man eben bei einem Donnerstag Zugang kriegt. Und dann kann man das Ganze bis Montag spielen. Die sind zeitlich begrenzte Szenarien. Und am Ende kann man dann eben, oder sollte man vor allem auch eine Umfrage ausfüllen, damit sie eben wirklich Feedback dazu haben und damit entsprechend eben Rückmeldung haben, was, wie, wem, wo am besten gefällt. Das Ganze ist natürlich eine extrem frühe Version. Wir haben hier unten auch den Hinweis, Pre-Alpha-Version, also es ist keine vollständige Version, es ist keine endgültige Version. Es kann sich noch sehr viel ändern, es wird sich noch sehr viel ändern, mit großer Sicherheit. Also das natürlich immer im Hintergrund behandeln. Wir reden auch von einem Spiel, das erst 2021 erscheinen wird. Wir hatten eine Verschiebung von Humankind. Es war mal ein Release für 2020 geplant, aber aufgrund der aktuellen Umstände gab es da eben auch ein bisschen Verzögerung in der Produktion. Und sie haben jetzt einfach den Release auf 2021 verschoben. Ist ja im Normalfall auch eine gute Idee, wenn man ein Spiel nicht unnötig in die freie Wildbahn hetzt, sondern sich da eben auch Zeit lässt, das Ganze fertig zu machen. Genau. Damit würde ich sagen, springen wir hinein. Ich habe das Open Dev Szenario noch nicht gespielt. Ich dachte mir, das erkunde ich mit euch zusammen. Ich hatte tatsächlich dankenswerterweise von Amplitude Studios bereits vor einigen Wochen die Gelegenheit, an einem Hands-on-Preview-Event teilzunehmen, konnte also schon mal mit anderen Content-Creatern zusammen, das war ein Singleplayer, aber wir waren alle in einem Event, das Ganze ein bisschen anspielen, die erste Ära, die wir hier übrigens nicht sehen werden, da werde ich aber auch ein bisschen dazu was sagen. Und genau. Hier gehen wir jetzt übrigens auch, Skoll hat es gerade erwähnt, 45 Minuten Spielzeit. Ist halt ein begrenztes Szenario. Ich gehe schwer davon aus, dass wir ein bisschen länger brauchen, weil wir derweil reden werden. Und damit würde ich sagen, fangen wir einfach an. Discovery, Small Steps, Growth. Also das Ganze ist natürlich auf Englisch. In einer Pre-Alpha-Version hat man natürlich noch keine Übersetzung. Das sollte, denke ich, jedem klar sein. Sollte jemand Fragen haben, übersetze ich gerne Dinge, die vorhanden sind. Standing at the center of civilization, Babylon is, was and always, will be one of the greatest cities the world has ever seen. It's your turn to write a chapter in its glorious history. How will you be remembered? Das passt irgendwie nicht so ganz, die Briefestimme. Die Insektenstimme. Towers of Babylon, current era, classical, current culture, Babylonians. Originally a modest Mesopotamian city, Babylon, which in Akkadian means the gate of the gods, became between the beginning of the second millennium and the end of the third century BC, the capital of successive empires. Oh, ich bin zu langsam im Lesen. Haha. Let me tell you the story of this glorious city, how it began, how it expanded, how it thrived. Long ago, Babylon was a little more than a dusty square and a smattering of market stalls, but its people had big dreams. Grow Babylon, explore its environments and settle new lands. Expand and fortify the city, the fate of Babylon is in your hands. Raise a great city of many souls, protected by many armies and whose influence stretches into new lands. Understood. So, wunderbar. Genau, und dann würde ich tatsächlich hier auch schon mal ganz kurz, ich kann auch babylonisch reden, perfekt. Ganz kurz hier auch gleich mal ein bisschen reingehen in Informationen, die ich eben aus dem Preview-Event habe. Und zwar
beginnt man das Spiel in Humankind normalerweise nicht mit einer Stadt. Das ist jetzt ein Teil dieses Szenarios. Also für alle, die jetzt schon meinen, oh mein Gott, das erste Stadtgründen fällt aus. Nein, auch das ist in Humankind ein wichtiger Punkt des Spielgeschehens. Man beginnt nämlich mit einem kleinen Stamm von Einheiten. Siedler gibt es nämlich tatsächlich nicht, das ist noch eine andere Geschichte. Und in der ersten Phase des Spiels läuft man einfach durch die Karte, sammelt Nahrung und wenn man groß genug ist, kann man eine Stadt gründen, kann aber auch noch weiter durch die Gegend laufen, mehr Nahrung sammeln dadurch und auch eine etwas größere Stadt etwas später gründen. Das ist also nochmal ein eigenes, ganz interessantes Gameplay-Element, wie man vor der ersten Stadtgründung überhaupt agiert. So, der Faktor hierbei ist natürlich jetzt die Erkundung, deswegen haben wir zum Beispiel auch hier nicht die Information über Ruhm. Wir können offenbar in die nächste Ära fortschreiten, wobei, also hier steht zwar nicht, dass es nicht in diesem Szenario ist, aber es wird nicht gehen, weil wie wir hier sehen, es gibt keine Ära-Stars und keine Ära-Goals. Und tatsächlich möchte ich auch dazu kurz was sagen. Also wie gesagt, ich gebe jetzt einfach währenddessen allgemein noch die Informationen, die wir aus den Entwicklertagebüchern schon haben, die es inzwischen übrigens in Videoform machen, die ich von meinem Preview-Event habe, über das darf ich frei reden, und die ich einfach sonst aus verschiedenen Quellen habe an Informationen, damit ihr trotz des limitierten Open-Dev-Szenarios, das ja auch einen sehr limitierten Zielrahmen hat, das ist also alles so gewollt, dass das begrenzt ist und hat auch durchaus seinen Sinn. Aber dass wir halt trotzdem, oder zumindest diejenigen von euch, die noch nicht so viel über das Spiel wissen, trotzdem etwas gesamteinheitliches Bild von dem Spiel haben. Und genau. Und zwar hier, das ist, wäre der, normalerweise der sogenannte Ruhm-Bildschirm oder Fame, wie es im Englischen heißt. Und das ist nämlich in Humankind die einzige Gewinnmethode. Also es gibt keinen Kultursieg, Religionssieg oder wie auch immer, sondern es gibt einfach Fame. Oder wie ich es mal ausgehe, wie es im Deutschen heißen wird, Ruhm. Und dafür gibt es pro Ära eben eine Anzahl an Sternen, die man verdienen kann. Das sind normalerweise 7 Ziele, zumindest haben wir das damals so gesehen. Kann sich natürlich alles auch im Laufe der Entwicklung ändern. Und diese Ziele sind unter anderem auch davon abhängig, welche Kultur man gewählt hat, beziehungsweise wie viel Ruhm man für diese Ziele bekommt, ist abhängig von den Kulturen. Und diese Sterne pro Ära kann auch jeder bekommen. Zusätzlich gibt es dann noch die, wie sie hier heißen, Competitive Deeds. Diese können nur einmal erreicht werden. Das ist also praktisch ein Rennen mehr oder minder, wer diese erreicht. Da geht es dann um so Sachen wie, dass man als erster eine bestimmte Technologie erforscht, dass man als erster Natural Wonder findet oder ein besonderes Wunder baut. Die werden auch mit dem späteren Verlauf auch wichtiger. Und das Ganze ist halt auch insofern interessant. Man baut diesen Ruhm auf, kann ihn aber auch nicht verlieren. Also man kann in den ersten 5 Zeitaltern viel Ruhm ansammeln. Dann wird man im 6. Zeitalter eventuell durch einen Krieg fast komplett vernichtet. Hat nur noch eine Stadt, kann aber trotzdem noch gewinnen, weil man in den vorherigen Szenarien sehr viel Ruhm angesammelt hat. Gleichzeitig wird aber im Late Game, so habe ich es zumindest im Kopf, gibt es im Late Game mehr Ruhm zum Einsammeln. Und dementsprechend kann man auch einen Vorsprung in den ersten Zeitaltern auch noch aufholen. Aber da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr gespannt, wie sich das am Ende auswirken wird mit dieser neuen Art und Weise, den Sieger zu ermitteln. Und ein wichtiger Faktor hierbei ist auch, dass man, wenn man eine entsprechende Anzahl an Sternen hat, in einer Ära kann man in die nächste Ära fortschreiten und kann in der nächsten Ära eine neue Kultur auswählen. Man muss nicht in die nächste Ära fortschreiten, man kann in der alten bleiben und noch mehr Sterne sammeln. Man will aber auf Dauer in die nächste Ära fortschreiten, weil man dann eben eine neue Kultur auswählen kann. Und neue Kultur heißt zum einen einen zusätzlichen Bonus, denn jede Kultur, dazu kommen wir auch noch gleich, jede Kultur hat einen Bonus, einen Legacy-Bonus, den man auch über das Spiel behält, hat aber gleichzeitig einen Unique Unit, einen Unique Building, also Gebäude und Einheit, und man will praktisch damit dann eben auch neue Einheiten und Gebäude für den neuen Zeitalter freischalten. Das ist eine Sache, die ich auch sehr interessant finde und sehr faszinierend. Eine sehr schöne Idee, nämlich dieses Kulturensystem. Wir beginnen jetzt aktuell mit dem Babylonien. Das ist einfach Teil dieses Szenarios und im Spiel würde es dann so sein, dass man für jede Ära eine Kultur auswählt. Für jede Ära sind 10 Kulturen vorhanden. Es gibt insgesamt 6 Äras.
Eras oder Ehren? Bin mir gerade im Plural nicht sicher. Und man wählt in jeder Ära eine neue Kultur aus. Das heißt, man hat theoretischerweise bis zu einer. Jetzt habe ich zwei verschiedene Antworten. Perfekt. Bis zu einer Million verschiedener Kombinationen. Weil sechs Ehren, jedes Mal 10 Möglichkeiten. 6 hoch 10. 10 hoch 6 so rum. Eine Million Kombinationen. Also durchaus sehr spannend, was daraus wohl wird. Jetzt habe ich 4 verschiedene Möglichkeiten. Perfekt. Man genau, der Cato Ninetales sagt es auch, man kann auch die alte Kultur behalten. Gibt dafür neue Boni aus. Also wie ich es mitbekommen habe, ist das eher eine schwerere Variante. Aber es ist möglich. Und Rheinland-Schicht spricht auch einen nächsten Faktor an. Ja, es ist First Come, First Serve. Also man hat auch durchaus ein Interesse daran, schnell die nächste Ära zu erreichen und Kulturen auszuwählen. Weil sonst eventuell die Kultur, mit der man plant, eventuell schon von einem anderen Fraktion genommen wurde. Genau. So, werden wir jetzt mal ein bisschen spielen, oder? So, wir haben hier jetzt, wie gesagt, bereits eine Stadt. Die Stadt kann man Ehrenplural, sehr, Plural selten, sehr schön. Vielen Dank hierbei an Killerflo. Städte kann man übrigens auch, wir werden es wahrscheinlich auch sehen, beliebig gründen in einer Region. Wir sehen hier die Region anhand dieser Grenze. In jeder Region kann es nur eine Stadt geben, jede Region kann nur einer Fraktion gehören. Und Punkt. Genau. So, Babylon braucht erstmal. Wir haben einen Administrator, der ist höchstwahrscheinlich in Babylon. So, Infrastructures, Infrastructures can build only the special buildings. Und Illustration. So, hier wird uns jetzt vorgeschlagen, Infrastructure zu bauen. Also ihr seht auch hier, sie haben die verschiedenen Arten der Gebäude durch verschiedene Formen markiert. Wir sehen hier, das habe ich mir tatsächlich auch gedacht, Legendary Marvin, ähnlich wie Age of Mythology, bei neuen Teilen neue Boni. Den, also wie gesagt, den AOE2, den Vergleich fand ich ein bisschen seltsam. Vielleicht, weil ich zu lange nicht mehr AOE2 gespielt habe, aber Age of Mythology, den Vergleich, den Necton erwähnt hat, an den muss ich tatsächlich auch denken. Nur, dass man halt die alten Unique Units und Gebäude verliert, was ja auch einen gewissen Sinn ergibt, weil sie ja alte Sachen sind, die in der neuen Zeitalter keinen Sinn mehr haben. Was ja auch durchaus sinnvoller ist als in anderen historischen Rundenstrategiespielen, wo man eine Unique Unit für seine Zivilisation hat und ob das jetzt ein Panzer ist oder ein Krieger, man hat das ganze Spiel über nichts anderes. Und, aber wie gesagt, Age of Mythology finde ich eigentlich einen interessanten Vergleich, wo man ja durch die Götter jede Ära was Neues aussucht, nur dass es halt mehr Ehren sind und mehr Kulturen als Götter. Aber ansonsten finde ich den Vergleich, ist mir der Vergleich auch gekommen. Hallo N15-Nier. So, ich habe gerade über Formen geredet, geometrische Formen. Und zwar sehen wir hier Vierecke bzw. Quadrate als Hintergrund für Infrastrukturgebäude, die uns auch jetzt hier gerade vorgeschlagen werden. Das sind Gebäude, die einen Bonus auf die Stadt einfach haben. Hallo Schiffre, schön, dass ihr bist. Dazu zusätzlich haben wir die sechseckigen hexagonalen Hintergründe, die, wie man sich denken kann, weil es sind ja auch Rechtecke auf dem Spielfeld. Schauen wir uns das Grid mal an, denn neue Rollenspiele sind inzwischen irgendwie immer sechseckig. Das Quadrat wurde leider komplett aufgegeben. Ah, das ist sehr interessant, der Cato Ninetales. Das ist auch eine Sache, die ich mir überlegt habe, ob das so eine Sache ist mit diesem Verlieren von alten Sachen. Wie sinnvoll es ist, dass man die alten alle ansammelt, aber durchaus interessante Informationen. Vielen Dank dafür. Genau. Die sechseckigen, ich lasse mich dauernd unterbrechen, aber es ist ja auch in Ordnung. Die sechseckigen sind ähnlich, wie man sich das vorstellen kann, weil man hier sechseckigen auf den Feldern hat, sind Erweiterungen, Quarter, die man eben auch auf der Karte baut. Also die Stadt wird sich auch mit der Zeit erweitern und kann riesengroß werden. Sie kann sich auch auf andere Regionen ausbreiten. Also es ist nicht nur eine Stadt pro Region, sondern es kann eine Stadt auch mehrere Regionen tatsächlich überspannen, wenn man das so bauen will. Und wie gesagt, die brauchen dann eben eine neues Feld. Manche davon kann man fast überall bauen. Also Farmers Quarter hat eigentlich sehr wenige Bedingungen. Es muss halt entweder an die Stadt selbst oder an ein anderes Viertel angrenzen.
Und dann gibt es, ich sollte aufhören, Escape zu benutzen, gibt es noch Dinge, ich glaube, du zählst dazu. Nee, du bist tatsächlich auch sehr unproblematisch. Aber es gibt auch Erweiterungen für Städte, die etwas, die ein spezielles Feld benötigen, auf dem sie gebaut werden wollen. Es gibt zum Beispiel auch Resource Extractors, also Ressourcen. Ausbeuter, die man dann auf die Ressource selber bauen muss. Die brauchen dann übrigens auch keine Verbindung zur Stadt. Das wäre ein bisschen unangenehm. Und genau. Sonst würde ich einfach sagen, nachdem uns hier eine Infrastruktur empfohlen wird, machen wir das auch. Und weil im frühen Spieltum Wachstum immer wichtig sein sollte, bauen wir doch einfach mal einen Millstone für etwas mehr Nahrung. Wir haben hier jetzt eine Construction Queue. Alles recht unproblematisch, denke ich. Übrigens auch hier sollte man vielleicht mal kurz erwähnen, das Ressourcensystem von Humankind, das manche vielleicht, die es von Endless Legend kennen, daran erinnert. Sind diese Klippen unpassierbar? Ja. Also wenn ich hier rum will, muss ich um diese Klippe rumlaufen. Gegner vielleicht angreifen können, per Nahkampf nicht, per Fernkampf ja. Also wenn du hier stehen würdest, könnte ein Fernkampfeinheit draufschießen. Wobei ich mir ist gerade nicht mehr ganz sicher, wenn es ein bisschen Zeit. Genau, aber wie Cat und Ninetales auch erwähnt, da reden wir aber später drauf, wenn wir mal zum ersten Kampf kommen. Da will ich jetzt nicht jetzt ohne Beispiel über Kampf kommen, weil wir werden eh bald mit Tieren kämpfen. Genau, ich wollte über das Ressourcenmanagement reden. Hallo Change übrigens, schön, dass du hier bist. Das ist nicht Endless Legend, nein, das ist vom selben Entwickler. Aber wie gesagt, das Ressourcensystem könnte Leuten von Endless Legend bekannt vorkommen. In Endless Legend, vielen Dank an den History Nerd. Hallo, dass du hier bist. Hallo, dass du hier bist, gut gesagt. Gab es nämlich Fitzy, Food, Industry, Dust, Science und Influence. Fitzy fand ich immer sehr unterhaltsam, den Namen. Und das ist auch ein großes Problem, der finde ich in Humankind, dass die aktuellen Ressourcen nicht wirklich abkürzbar sind. Also da muss ich echt was ändern. Nein, nicht wirklich. Also das war halt Money in Endless Legend und statt Influence haben wir jetzt noch Stability. Aber sonst haben wir eben auch Food, Industry und Science. Es ist halt irgendwie Physims. Also da müsste man noch irgendwas umbenennen, damit das besser funktioniert. Sphims geht auch. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel Science and Innovation umbenennen, dann hätten wir Fimsi. Aber da werden wir uns schon noch was einfallen lassen. Fism. Da hat Schiff eigentlich nicht unrecht. Muss man halt das doppelte S dort tun. Fism. Okay. Dann haben wir hier eine Armee, eine Regiment. Und wie ihr hier auch schon seht, eine Armee besteht aus mehreren Einheiten, die dann vor allem im Kampf sich auch getrennt voneinander steuerbar sind. Wir haben hier eine Army Composition, 2 von 4. Die fünfte ist aktuell nicht möglich. Dazu brauchen wir Technologien. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das Maximum ist, weil ich glaube, es können mehr als 5 sein. Aber es ist halt der nächste Slot. Ich habe irgendwie gerade 6 im Kopf, aber ich bin mir nicht sicher, ob das das Maximum ist oder nicht. Aber auch das muss ich natürlich mit der Zeit zeigen. So, es geht ja um Erkundung in diesem Open Dev-Szenario. Ich sollte irgendwann mal damit anfangen, aber auch nur aus Spaß und der Freude, oder? Und das machen wir jetzt eben mit diesem Regiment, das wir hier haben. Wir sehen hier, wir haben ein Stonefield und können da in einer Runde auch problemlos hinmarschieren. Ist jetzt erkundungstechnisch nicht besonders spannend. Was wir jetzt hier sehen, ist, wir können mit einem Outpost, mit einem Außenposten, diese Region claimen. Und das Bauen eines Außenposten ist mit allen militärischen Einheiten möglich. Das heißt, wir haben auch... Stability ist nicht Teil des Akronyms, das ergibt Sinn, genau. Also nur FISM mit einem S. Ja, es ist auch nicht wirklich eine Ressource, Stability, das stimmt schon. Man kann sie auch nicht ausgeben wie Influence, wie bei Influence. Ergibt durchaus Sinn. Genau, also man kann einen Außenposten bauen. Sollte man sich aber auch sehr genau überlegen, wohin man den baut. Sollte man also vorher auch die Region ein bisschen erkunden. Ich sollte echt aufhören, Escape zu benutzen. Denn da, wo der Außenpost steht, kann man dann auch, wenn man will, muss man aber nicht, kann man dann später eben auch... Ich kriege das Wort noch raus. Eine Stadt bauen. Muss man nicht. Man kann wenn man einen Außenposten baut, claimt man praktisch die Region, sagt, das ist meine, dann kann es auch kein anderer mehr tun, musste vorher den Außenposten angreifen.
Und man kann aus diesem Außenposten entweder eine Ressourcen-Außenposten machen, der dann Ressourcen generiert. Man kann die Region an eine bereits bestehende Stadt anschließen, zum Beispiel in unserem Fall an Babylon. Also man könnte einen die ganze Welt mit einer Stadt überspannen, wenn man das wollen würde. Oder man baut eben eine eigene Stadt daraus. Das sind die drei Möglichkeiten, die man hat. So, wir sehen jetzt hier ein schönes kleines Vergrößerungsglas. Discoveries can be made by the first army coming here, also praktisch. Anomalien, Goodie Huts, wie auch immer ihr es nennen wollt, können wir jedenfalls Dinge auf der Karte entdecken. Wir haben Animal Remains gefunden und die haben uns, wie man kurz aufleuchten gesehen hat, 5 Forschung gegeben. So, und nach 25 Minuten können wir die erste Runde beenden, denn wir sollten noch eine Forschung auswählen. Also wir sehen hier unten das Forschungssymbol, daneben kommt im späteren Spielverlauf noch das Civic-Symbol und das Religionssymbol. Bin mir nicht ganz sicher, ob die in diesem Open-Dev-Szenario integriert sind. Wir werden uns später aber auch ein bisschen B-Roll anschauen, das Amplitude Studios uns zur Verfügung gestellt hat. Und da sehen wir auch eventuell, falls die hier nicht vorhanden sind, aber werden wir dann noch sehen. Aber es gibt jetzt schon Forschung, es gibt auch einen Technologiebaum, wie man das immer mal wieder kennt. Er ist, soweit ich weiß, nicht zufallsgeneriert, was ich immer durchaus schön finde, weil ich nicht der größte Fan von zufälligen Technologienauswahlen bin. Und genau. Was wollen wir als erstes forschen? Domestication, Animal Husbandry, Food and Farmers Quarters. Das heißt, wenn wir irgendwo Farmers Quarters, okay, sind nicht Teil von OpenDev, dann schauen wir uns das nachher am B-Roll an. Vielen Dank, Kato. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, Chiffre. Würde ich jetzt mal nicht drauf wetten, kann ich dir aber ehrlich gesagt nicht sagen. Also wenn wir hier Former Quarters bauen würden, später könnten wir mit Animal Husbandry Domestication dadurch eben mehr Nahrung generieren. City Defense gibt es dann einen Warrior und nicht einen Archer, der kommt über Carpentry, Lumberyard, Plasma Industry and Exploitation. Den man also mit authentisch meint, ungefähr so geformt wie die Welt. Dass man italienischen Stiefel zum Beispiel erkennen kann. So ein Archer ist mit Sicherheit nicht verkehrt, auch ein Warrior ist mit Sicherheit nicht verkehrt. 16, 17 haben ähnlich viel Stärke. Unsere Scouts hier haben nämlich nur 13, da wäre ein Step-Up in militärischer Might vielleicht nicht verkehrt, aber eventuell auch nicht entscheidend. Und wir könnten damit auch Forests clearen. Ich würde sagen, nehmen wir mal Carpentry für unsere ersten Archers. Und dann können wir jetzt eigentlich die Runde beenden. Wir haben es geschafft. Ja!